Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Erich Maria Remarque ist erstmal ein Sportreporter gewesen mit Glamour-Kontakten. Da ist es für ihn gar nicht so gut gelaufen erstmal. Und was dann passiert ist, kann vielleicht wirklich dieses Kalenderblatt erklären, weil dann hat er plötzlich, so sah es von außen aus, diesen einen Roman rausgehauen. Im Westen nichts Neues, der immer noch viel gilt als Antikriegsroman. Da findet er sich als Schriftsteller wieder in einer Liga, plötzlich mit Josef Roth oder Leo Perutz, den heute gar nicht mehr viele kennen. Einer von den Autoren, deren Romane vorab in Zeitungen erschienen sind, in Fortsetzungen. Das ist in den 20er Jahren ja ganz wichtig gewesen für die Zeitung. Riesengeschäft, da ist er auch reich geworden. Erich Maria Remarque. Was ist los mit dem Namen hier heute Morgen? Erich Maria Remarque, er schreibt dann weiter erfolgreiche Bücher wie »Die Nacht von Lissabon« oder »Der Funke Leben«. Und heute ist sein 50. Todestag. Die erste Frage des Interviewers, sie gilt im Namen. Sie heißen nicht Kramer? Nein, das hat aber nicht verhindert, dass dieser Unsinn um die Welt gegangen ist und heute noch geglaubt wird. So beginnt Erich Maria Remarque sein Interview mit sich selbst, in dem er aber nicht verrät, wie er wirklich heißt. Geboren ist er als Erich Paul Remarque mit K am Wortende. Und als Erich Remarque veröffentlicht er auch seine ersten drei Werke und einen Essay. Über das Mixen kostbarer Schnäpse. Remarque weiß, wovon er schreibt. Er trinkt viel und reichlich, liebt den Alkohol wie auch schnelle Autos, Kunstwerke und Frauen. Dreimal ist er verheiratet, zweimal davon mit derselben Frau. Dazu Dutzende Affären. Unter anderem mit Marlene Dietrich und Greta Garbo, die ihn auf die Titelblätter der Klatschpresse bringen. Mit Trinken und Frauen versucht er die innere Ruhelosigkeit zu bekämpfen, die ihn seit dem Krieg quälen. Ich litt unter ziemlich heftigen Anfällen von Verzweiflung. Bei dem Versuch, sie zu überwinden, kam ich auf meine Kriegserlebnisse zurück. Ich konnte ganz Ähnliches bei vielen Freunden und Bekannten beobachten. Wir alle waren und sind es auch noch unruhig, ziellos, bald exaltiert, bald gleichgültig, im tiefsten Sinne aber unfroh. Aus dem Grunde habe ich auch Im Westen nichts Neues eher als ein Nachkriegsbuch angesehen. Es wird immer wieder gefragt, was wird uns aus uns werden? Wie werden wir nachher leben können, nachdem wir alles dieses mitgemacht haben, nachdem wir uns mit dem Tode haben auseinandersetzen müssen? 1929 erscheint Im Westen nichts Neues. Remarque wird schlagartig berühmt. 600.000 Exemplare werden in 12 Wochen verkauft. In seinem Interview mit sich selbst mutmaßt der Autor, der Erfolg liege daran, dass ich eine Art verhinderter Bühnenschriftsteller bin, also ein Direktschreiber, kein Umgehungsschriftsteller. All meine Bücher sind wie Stücke geschrieben. Szene folgt auf Szene. Der Weltbestseller und die nachfolgende Hollywood-Verfilmung machen Remarque wohlhabend, berühmt und verhasst. Die Nazis verbrennen 1933 seine Bücher wegen literarischen Verrats am Soldaten des Weltkrieges. Ausgebürgert überlebt Remarque das Dritte Reich in der Schweiz und den USA, schreibt Romane über das schwere Los der Emigranten wie »Die Nacht von Lissabon«, thematisiert in »Zeit zu leben, Zeit zu sterben« die Verbrechen der Wehrmacht, als in Deutschland niemand davon hören will. Ihre Bücher von Im Westen nichts Neues über Zeit zu leben, Zeit zu sterben, Triumphbogen, beinhalten immer Kriegs- oder Flüchtlingsschicksale. Das hat einen ganz besonderen Grund. Der Grund besteht leider darin, dass ich in einer Zeit lebe, in der so viel Kriegsschicksale und Flüchtlingsschicksale vorkommen. Remarque weiß, wovon er spricht. Weder die Bundesrepublik noch die DDR bieten ihm nach 1945 die deutsche Staatsbürgerschaft wieder an. Und so stirbt einer der besten deutschsprachigen Schriftsteller als Amerikaner in der Schweiz. Heute vor 50 Jahren, 1970 in Locarno, ist Erich Maria Remarque gestorben. Das war ein Kalenderblatt von Hartmut Schade und Conny Wolter.